das da hinter mir ist kein Schnee von gestern, sondern das ist sogar Schnee aus dem letzten Winter. Und der hat hier in Ramsau am Dachstein die Sommersaison gut verpackt überstanden. Ja, dank Snow Farming oder zu Deutsch Schneeanbau hat das lange Warten aufs erste Weiß bereits jetzt ein Ende. Und wir sind da heute mit dabei, wenn dieser gehortete Schnee hinter uns ausgepackt wird und dann werden wir eine Langlaufloipe ins Grüne hineinbauen. Damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von WW Wetter. Das hier ist der Elias, er ist Geschäftsführer beim Tourismusverband hier in Ramsau. Servus, hallo. Servus Gregor, servus. Du, warum betreibst du eigentlich so einen irren Aufwand da? Wäre es nicht viel einfacher, dass man die Schneekanonen einschaltet? Ja, normalerweise braucht man ja, damit wir Schnee produzieren können, -2 Grad und auch noch mehr oder kältere Temperaturen. Ja. Und wir wollen einfach eine der ältesten Regionen in Österreich sein, wo man schon eine Langlaufloipe aufbringt. Und deswegen haben wir den Schnee hier übersommert. Gut, gehen wir's an. Sag mal, wie habt ihr das eigentlich geschafft, den Schnee zu konservieren? Wie funktioniert das? Wir haben letztes Jahr im Februar bei sehr kalten Temperaturen den Schneehügel aufgeschoben und haben dann darüber ca. 20 cm Schichten aus Hackschnitzeln drüber gelegt, handelsübliche Hackschnitzel. Okay. Und darüber ist dann eine Folie gekommen inklusive Vlies. Die Folie ist ganz wichtig, damit der warme Regen im Sommer nicht auf den Schnee reinkommt. Und das Ganze reicht aus, um diesen Schneehügel zu konservieren. Die Folie ist aber weiß, das hat sicher einen Grund, gell? Das hat einen Grund, weil die weiße Folie reflektiert die Sonnenstrahlen und dadurch ist einfach der Schnee über die warmen Sommermonate noch besser geschützt. Ja, wir sind heute in der Ramsau, das liegt in der Steiermark, genau im Dreiländereck zwischen Salzburg, Steiermark, Oberösterreich. Hier im Norden haben wir den Hohen Dachstein und Ramsau liegt genau südlich davon auf ca. 1100 Meter. Daher haben wir das Ennstal und Ramsau ein bisschen erhöht auf einer Stufe ca. auf 1100 Meter. Euch hat aber im Sommer die Sahara-Hitze natürlich auch erwischt. Wie ist es da im Schnee gegangen? Ja, heuer war es auch hier oben extrem warm. Wir hatten knapp 30 Grad. Aber die Temperaturen sind gar nicht so das Problem, sondern ganz schlecht für den Schnee ist entweder warmer Föhn oder warmer Regen. Ja, und wie viel Schnee ist jetzt ungefähr noch übrig vom Frühjahr? Wir hatten im Frühjahr knapp 5000 Kubikmeter hier. Ich schätze, dass die Hälfte noch übergeblieben ist. Und wenn der Sommer nicht ganz so heiß gewesen wäre, dann wären wahrscheinlich 2/3 übergeblieben. Ja, also sind wir aber froh, dass der Sommer gut war, gell? Da waren wir sehr, sehr froh. Da ist er. Schaut sauber aus, unser Schnee. So, und passt jetzt die Qualität? Was sagst du? Jetzt müssen wir uns das anschauen. Da oben sind relativ große Eiskristalle. Wichtig ist, dass die Eiskristalle nicht so groß sind. Und je weiter wir runterschauen, schaut er schon sehr, sehr gut aus. Wenn wir da mal den Schnee hernehmen, das sind, glaube ich, die perfekte Größe. Und der ist sehr kompakt. Damit bringen wir sicher eine schöne Loipenqualität, eine schöne Loipenspur zusammen. Herrlich. Du, jetzt regnet es eigentlich ziemlich stark. Ist das jetzt nicht schlecht, dass uns der Schnee davon schwimmt? Der Regen ist für normalen Schnee nicht gut, aber da haben wir ja den Schnee schon 8 Monate abgelagert und der ist dementsprechend widerstandsfähiger. Aber ist das nicht ein bisschen zu früh, die Loipe zu bauen, weil heute jetzt zum Beispiel 5 Grad plus und da kommen ja jetzt im November sicher noch ein paar wärmere Tage, ne? Ja, der Schnee ist so widerstandsfähig, weil er Eiskristalle gebildet hat und die haben so viel Kälte gespeichert, dass ein paar Tage mit Plusgrade bis zu 10, 15 Grad überhaupt nichts ausmachen. Schlecht wäre natürlich, wenn es jetzt länger warm bleiben würde. Bis wann kann man sagen, geht es noch gut? Ja, ich schätze, also solange wir immer so ein bisschen zwischen 10 und 15 Grad haben, ist das kein Problem. 20 Grad und stark verföhnt wäre dann schon sehr, sehr schlecht. Okay. Aber da sind wir optimistisch, dass es dementsprechend kühl bleibt. So Gregor, der Schnee ist aufgebracht und damit der jetzt noch fester wird, braucht man ein Loipengerät, damit wir den niederwalzen können. Pistenbully, hm? So der Skifahren? Ausnahmsweise, weil es du bist. Okay, start mal. Ah, echt geil, so ein Pistenbully.
Ja, die Loipe haben wir jetzt fertig gemacht. Jetzt gehört sie natürlich ausprobiert und dazu haben wir uns einen Profi geholt. Wir wären nicht wie Wetter, wenn wir nicht die lokale Sportprominenz von Ramsau am Dachstein versammelt hätten. Hier die Maria Theuerl-Walcher mitsamt der Familie. Servus, hallo. Hallo. Christi. Du hast da 1999 hier genau bei der Heim-WM die Bronzemedaille gewonnen. Ja. Hast du da auch so perfekte Trainingsbedingungen gehabt? Nein, nicht unbedingt. Die hätten wir uns gewünscht. Aber wir waren um diese Zeit eigentlich einen Monat lang oben in Skandinavien, haben da relativ kurze Tage gehabt, 9 bis 2:30. Dementsprechend lange Nachtruhen. Ja, genau. Aber wie gesagt, zum Trainieren wäre es natürlich da jetzt ein viel optimaler. Ja, dann probieren wir die Loipe mal aus, gell? Gut, machen wir's. Heute, es wird keiner zurückgelassen, gell? Ja, liebe Zuschauer, so ist es, wenn man mit der sportlichsten Familie von der Ramsau unterwegs ist. Da bleibt man ein bisschen zurück, gell? Da beherrscht die Technik ja super schon. Ja, ja, geht schon, oder? Das erste Mal auf dem Skating-Ski, perfekt. Maria, was sagst du jetzt zur Piste? Optimal. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir nicht erwartet, dass es so gut ist, aber der Regen hat dem Schnee eigentlich gut getan. Ja, da haben sie die Kristalle schön zerteilt, oder? Davor war es doch ein bisschen hart und jetzt haben sie es schön angeebnet und die Strecke passt, die Länge passt auch, also es ja, hält wunderbar. Uns nichts mehr auf. Von Ihnen muss ich mich an dieser Stelle leider verabschieden, aber das war noch lange nicht alles. Morgen geht es nämlich weiter aufs Kitzsteinhorn und da werden wir die erste Skitour in dieser Saison machen. Ich bin schon gespannt, wie sehr man da aufs Wetter Acht geben muss und ob es uns auch wirklich mitspielt. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei, denn Sie wissen ja, nur wir zeigen Ihnen, wo das Wetter wie wirkt. Servus!